ist der eine zu dem andern sagt, schließen wir den kleinen Kompromiss, davon hat man keine Kümmernis, einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz, sein Erfolg in Deutschland ist gewiss. Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss. Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Vor ein paar Wochen titelte die Zeit: Der Kampf um die Demokratie hat begonnen. Ja Mensch, wer hätte das gedacht? Dass wir Nachkriegskinder, die wir Demokratie für ein Naturereignis halten, dass wir die dann mal verteidigen müssen. Wir wissen gar nicht mehr, wie das geht. Wie soll man denn was verteidigen, wofür wir nicht gekämpft haben? Ich meine, davon abgesehen, mit einer Gesellschaft, die mit dem Schnupfen scharenweise in die Notaufnahme rennt, wie will ich denn damit die Demokratie verteidigen? Neulich gab es beim Discounter Massageliegen. Massageliegen, ja, ist ja das, was der Discounter-Kunde dringend benötigt. Ja? Ich kann nur sagen, beim Kampf um Demokratie ist eine Massageliege eine ganz beschissene Ausgangsposition. Tucholsky hat unter das Gedicht eine Regieanweisung geschrieben. Und zwar hat er drunter geschrieben, für achtstimmigen Männerchor. Haben wir zufällig einen achtstimmigen Männerchor? Also das Wort, was gesungen wird, heißt Seemannslos. Seemannslos, Seemannslos. Seemannslos, Seemannslos. Meine Lieben, ja. Ist doch da der achtstimmige Männerchor. Hör ihn doch, komm mal raus hier, ja? So, mal die Männer. Seemannslos, Seemannslos, na aber hör mal. Wenn die Igel in der Abendstunde still nach ihren Mäusen gehen, hing auch ich verzückt an deinem Munde und es war um mich geschehen. Und du gabst dich mir im Unterholze einmal hin und einmal her. Und du fragtest mich mit deutschem Stolze, ob ich auch im Krieg gewesen wär. Da habe ich nur so viele Bücher gelesen. Und da steht die Wissenschaft auf der Kommode. Wie wird es mit uns so nach dem Tode? Die Kirche kommt gleich eilig gelaufen, da gibt es einen Waschkorb von Philosophen. Das liest man. Und hast du das hinter dir? 300 Pfund bedrucktes Papier. Dann legst du der Weisen bei das alte Eisen. Und sagst dir, wie cool innerlich, sie wissen es nicht. Sie wissen es nicht. Lieber Hund Gendarm, bis sie ihn dir weggenommen haben. Für den Graben, Junge, für den Graben. Mein Nachruf. Wie mein Nachruf aussehen soll, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie er aussehen wird. Er wird aus einer Silbe bestehen. Papa und Mama sitzen am abgegessenen Abendbrottisch und vertreiben sich ihre Ehe mit Zeitungslektüre. Da hebt er plötzlich den Kopf und sagt, denk mal, Theobald Tiger ist gestorben. Und dann wird sie meinen Nachruf sprechen. Sie sagt, ach,
wenn einer tot ist, brummt's in dir. Nur ist er weg, was soll denn ich noch hier? Mach keine Bange, der denkst nämlich ja nicht lange. Ne kleine Zeit, denn ist so weit, denn lebst du wieder wie nach Noten. Keiner wandert schneller wie Toten.